Während der Coronavirus alles zum Stillstand bringt, die Schulen und Straßen verwaist sind, gibt es doch einige, die gerade jetzt vor Aktivität strotzen. Etwa die Schiffe auf der Donau, die gerade tonnenweise Desinfektionsmaterial und Schutzmasken transportieren. Oder Yannick, der beim Programmieren für den Informatikunterricht gerade Pause macht und den Büschen im Garten eine neue Frisur verpasst. Oder Kim, die unsagbares Heimweh nach dem Turnsaal hat und sich deshalb im Garten einen Hindernisparcours gebaut hat, um fit zu bleiben. Auch Papa Armin wagt sich über ein Hindernis, fällt aber aus Erschöpfung gleich nach dem ersten Sprung wieder in die Hängematte. Wenn einer bei der Zwischenzeit sich zwanglos von einem Ski befreit und es ihn in die Landschaft steckt, dass jeder seine Ohren anlegt, wenn er es überleben tut, dann wird er nachher interviewt. Es wirkt ja jede Sportart mit der Zeit ein bisschen öd, wenn es an Härte füllt. Autorennen sind da sehr gefragt, weil hier und da sich einer überschlagt. Gespannt mit einem Doppler sitzt man da. Gleichzeitig kurft Opa mit dem E-Bike durch das Mühlviertel. So hat Corona auch seine guten sportlichen Seiten. Weil ein flammendes Inferno schaut man immer wieder gerne. Heiterkeit auf der Tribüne, das ist halt am Sport das Schöne.